Hast du dich schon mal gefragt, was man eigentlich mit Schleims alles so machen kann? Ja gut, wenn du sie erlegst, erhältst du Schleimbälle. Und aus diesen Bällen machst du Schleimblöcke. Jetzt gibt's natürlich von diesen Schleimblöcken auch nochmal eine Honigvariante. Jetzt renn aber nicht gleich los und erschlag jede Biene, um da ranzukommen. Dafür musst du ganz einfach nur Bienenstöcke finden. Kannst natürlich dir auch Bienen zähmen und dann Bienenkästen. Nimmst du einfach eine Flasche und sammelst den Honig denn da einfach von ab. Dadurch erhältst du denn den Honigblock. Und das ist wirklich eine klebrige Angelegenheit, kann ich dir sagen. So, jetzt haben wir diese zwei Blöcke. Was kann man denn so damit anstellen? Wir überlegen ein bisschen und mir würde jetzt eins einfallen, und zwar Raketen. Und wie wir jetzt in Minecraft unsere Raketen damit basteln, zeige ich dir. Für den Start, um so eine Rakete zu bauen, platzieren wir uns erstmal. Ihr könnt jeden Block nehmen, wie ihr wollt. So, dass wir jetzt uns vier Blöcke setzen und immer mit einem Abstand zu drei Blöcke. So, drei Stück hier und dann auch oben wie unten hier, dass wir hier so ein bisschen so eine Art Kreuz erhalten. Immer so drei Blöcke Abstand lässt. Darauf platziert ihr jetzt entweder Honigblöcke oder Schleimblöcke. Jeweils denn hier zweimal und einmal bitte zur Mitte. Könnt ihr oben drauf dann auch gleich noch den nächsten Block hier einmal setzen. Dann setzen wir einen Beobachter von oben gerichtet aus nach unten, sodass das Gesicht nach unten guckt. Darüber könnt ihr jetzt ganz einfach einen haftenden Kolben nehmen. Der sollte natürlich auch nach oben gehen. Da könnt ihr jetzt zweimal, auch nicht, komm, wir machen gleich dreimal Schleimblöcke hin. Wir nehmen dann wieder unseren Beobachter und den platzieren wir jetzt, würde ich mal sagen, jetzt hier mal in der Mitte. So einfach, dass der Beobachter mit dem Gesicht wieder einmal nach oben guckt. Den muss er sehen, wo es hingeht. Das machen wir einmal ringsrum. Und wenn wir die Blöcke hier und so platziert haben, setzen wir runter die haftenden Kolben. Natürlich so, dass denn diese klebrige Teil, was ausfahren kann, auch nach unten ist. Sobald wir das erledigt haben, könnt ihr ganz oben an der Spitze nochmal einen weiteren Block euch hinsetzen. Und somit haben wir denn unsere Rakete fertig. Und die könnt ihr jetzt natürlich in jeder Form bauen, wie ihr wollt. Ob sie zur Seite fliegt, nach unten oder nach oben. Jetzt ist natürlich die Frage, wie aktivieren wir so eine Rakete, damit die überhaupt losfliegt. Einfach einen Block unter unserem Beobachter platzieren, den wieder wegmachen. Und schon hebt die Rakete ab und fliegt in die Unendlichkeit. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever. Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Heute haben wir gelernt, wie man aus Schleimblöcken und Honigblöcken eine Rakete bauen kann. Wenn dir das Video gefallen hat, findest du oben in der Infobox noch weitere tolle Videos oder abonniere gleich den Kanal, dann bleibst du auf dem laufenden Stand. Dann war's das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche natürlich noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.